Denn CEO hat ein Video hochgeladen, das nennt sich How to be Jules. How to be Jules. Let's go. Ich will wissen, wie ich Jules sein kann. So. Ich weiß nicht, seit... Ich hab nur reingeschaut, um zu schauen, ob da Werbung drin ist. Keine Sorge. Wann du hier auf YouTube bist, aber falls du so wie ich über 10 Jahren alles Mögliche verfolgt hast, hast du super viel erlebt. Ein ganzes Musikvideo über die Erektion eines Mannes. Mein Penis ist stark. Hätten sie... Bruder, eigentlich so, wenn du so darüber nachdenkst... Wilde Zeit, ganz, ganz wilde Zeit. Aber ja, das war meine Ära. In ein Format, in dem es also halt YouTube-mäßig ursprünglich mal ums Zeichnen ging. Dann haben wir Simon. Er nimmt all sein Erspartes, kauft sich eine Insel, deswegen ist diese LOL. Das hat er halt wirklich gemacht. Eine Zeit lang wurde in allem Möglichen gebadet, sogar in Säure. Ah, es brennt so sehr. Hier entstanden einige Memes. Geil. Let's do this. Leroy! Was läuft der Typ alleine rein? Ist der scheiße? Es gab einen Bombenprank, einen Führungsprank, sogar sowas wie einen Gay-Prank. Du hast dich gefragt, warum ich die ganze Zeit so komisch bin. Papa, ich hab einen Freund. Dein Freund sagt, dass das nicht weiß. Wunderbar, bitte mehr von diesem Content, Mann. Hier oben, Alter. Damals einfach nur. Alles, was halt einfach Aufmerksamkeit gebracht hat, wurde einfach gemacht. Und das war im Endeffekt. Weil das war ja auch nachgestellt, tatsächlich. Das waren im Endeffekt dann irgendwann nur noch Pranks, die so heftig waren, dass es gar nicht mehr glaubwürdig war, dass sie, nie, also als wären sie nicht gefaked. So, da haben halt dann einfach alle Leute Pranks gefaked und dann ist es zu extrem geworden, bis dann alle Leute einfach gesagt haben, yo Digga, kein Bock mehr auf das ganze Prank-Gehabe, ich schau jetzt was anderes. Natürlich gibt es auch heutzutage noch richtig geilen Content, aber irgendwie hat man das Gefühl, heutzutage halt so ein bisschen seltener. Alles ist überfüllt mit Fernseh-Content, Twitch-Highlights und zweitklassigen Reaktionen. Der Kanal heißt ja wirklich so. Und überall werden total weirde Takes rausgehauen. Hey, Gurken wachsen noch unter der Erde. Wollt ihr mich gerade verarschen? Ihr wollt mir gerade nicht erzählen, dass Gurken nicht unter der Erde wachsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gurken unter der Erde wachsen. Aber hast du Herr der Ringe hast du auch nicht gesehen? Nein, Tommy, sag mal, ich hab Freunde. Ich hab gebumst. Ich hab ein Leben gehabt. Natürlich habe ich nicht Herr der Ringe geguckt. Da hat man halt einfach neben den ganzen Bumsen keine Zeit für Herr der Ringe. Ich hab's aber auch nie gesehen, tatsächlich. Ich bin nicht so der Ganondorf-Fan. Ja, Zeo hat auch schon einiges erlebt, ne? Witzig. Doch dann brach aus dem Boden ein Kanal. Nämlich ein Creator, um uns alle zu knechten. Oh, mein Schatz. Ich hab doch kein Herr der Ringe geguckt. Der Kanal, Jules. Ja, wisst ihr, was witzig ist über Zeo und Jules? Sorry, dass ich unterbreche. Zeo reagiert immer wieder auf Jules. Und jedes Mal, wenn er... Ich zeig euch das. Wie heißt denn Zeos Zweitkanal? Zeo reagiert, Jules. Jedes Mal wird es einfach immer heftiger. Also ich möchte ein Kind von diesem Kanal. Dieser Kanal ist der König von YouTube. Ich liebe den Kanal. Ich möchte den Kanal heiraten. Der beste Kanal auf YouTube. Es wird Zeit für meinen Heiratsantrag. Ja. Zeo ist einfach unendlich verliebt in Jules, sodass er einfach ein Hauptkanalvideo über ihn macht. So lustig, aber so ein sweeter Mann einfach. Erst im Oktober 2022 habe ich ihn entdeckt und seitdem habe ich auf Zeo Live auf fast all seine Videos reagiert. Das heißt, man kann jetzt einfach einwandfrei verfolgen, wie ich immer mehr und mehr Fan von diesem Kanal wurde. Leute, mein Lieblingskanal ist mal wieder aktiv geworden. Jules, ich liebe den Kanal, es ist der beste aller Zeiten. Ich will den Kanal heiraten, ohne Scheiß. Dankeschön, Jules, erstmal für einen weiteren Upload. Ich danke dir echt. Ich will diesen Kanal nicht nur heiraten, um mit ihm Kinder zu zeugen. Ich will alt werden mit diesem Kanal. Jules, das wäre so ein Kanal, wenn der sich von mir scheiden lässt, wäre trotzdem wie so ein Stalker. Ich würde jeden Tag mich trotzdem anrufen und sagen, wie geht's dir? Safe. Und was sagt Jules in der Zeit über mich? Zio, Z-E-O, habe ich auch gesehen. Zio. Wisst ihr überhaupt, wie Jules aussieht? Das ist Jules, by the way. Die sind sehr unterhaltsam zum Anschauen. Der Mann ist einfach sympathisch, Retalk. Zio, Z-E-O, wie spricht man den aus? Ey, was ist denn das? Mein nächsten Kanal nenne ich einfach, Zio. Keine Ahnung, Bob. Ehrenlos. Doch was macht diesen Kanal eigentlich so besonders? Warum geht jedes seiner... Aber Jules auch privat sehr, sehr, sehr cooler Typ. Da möchte ich auch mal die Chance lutschen, Ich wollte sagen, da möchte ich die Chance nutzen, um auch mal in der Öffentlichkeit bei ihm zu lutschen. Ja, da muss ich ganz ehrlich auch mal die Chance lutschen. Ja. Videos ab wie Schmitz Katze. Und warum solltest auch du bei Jules kräftig am Button drücken? Nun, das erkläre ich jetzt und langwidriger Ist das Product Placement für Jules? Nostalgie-Kick in 5 Schritten. Und
Los geht's. Schritt 1 sind die Videothemen. Denn um was geht es denn eigentlich bei dem Kanal Jules? Nun, eigentlich alles, was momentan so das Internet beschäftigt, wie zum Beispiel, warum NFTs scheiße sind oder warum der Publisher EA gerade bei Battlefield total verkackt hat. Also, was genau ist passiert? EA gab 2020 dem Entwicklerstudio die Aufgabe, kopiert einfach das, was beliebt ist. Das Studio hat daraufhin monatelang an einem Battlefield 2042 Battle Royale gearbeitet. Und EA kam dann ein paar Monate später und dachte sich, Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass manche von euch jetzt sowas sagen werden wie: Kannst du denn auch erwähnen, dass deine Videos vom Stil her sehr an Internethistorien erinnern? Halt's Maul, Martin! Ja, das sagen aber viele Leute und das ist meiner Meinung nach absolut kein Verbrechen, so. Also Internet History macht auch sehr, sehr gute Videos, aber das Ding ist halt, Jules bringt, und da muss ich auch einmal die Chance lutschen, ja, Jules bringt das halt auch einfach mal so rüber, dass es zu einem, es ist halt ein eigenes Werk, so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, du kannst dich ja bei Themen berieseln lassen von anderen Leuten. Und natürlich, wenn es jetzt jemanden gibt wie Internet Historian, der macht halt über die Jahre sehr viele Videos über sehr ereignisreiche Dinge. Da überschneiden sich halt einfach viele Sachen so mit Jules, das ist gar keine Frage. Aber wenn du das halt so eigen aufarbeitest, dann finde ich, kann man gar nicht mehr sagen, dass das jetzt irgendwie kopiert oder so ein Abklatsch oder sonst was davon ist. Inspiriert, 100%. Ja gut, man merkt schon, dass dieser Kanal der Urvater von Jules ist. Aber hey, wir brauchen doch... Manche Videos sind halt 1:1 übersetzt, neu verfilmt. Ist es echt so? Also ich meine, ich habe nicht so viele Videos von Internet Historian gesehen. Ja, I don't know, ob es jetzt 1:1 übersetzt ist, kann ich mir nicht vorstellen. So ein Content auf Deutsch, weil, sind wir mal ehrlich, jetzt tu nicht so, als ob du Englisch könntest. Und ich finde Jules' Videos um einiges aufbereiteter, viel besser gestaltet und halt einfach lustiger. Also da ist schon nochmal ein ganz eigener Stil zu erkennen und by the way macht Jules auch selber kein Geheimnis draus. Wer da ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, kann sich die Videos von Internet Historian angucken. Sehr klare Empfehlung. Also will ich jetzt von dir nichts mehr hören. Schritt 2 ist ganz klar seine Animationen. Denn tatsächlich entstehen Jules' Videos komplett ohne Kamera. Stattdessen wird jede Szene einfach mit mal mehr, mal weniger aufwendigen Animationen ausgestattet. Und das sieht dann am Ende ungefähr so aus. Und so wurden Pläne geschmiedet um ein Error. Das ist so crazy. Analysieren wir das mal ganz kurz. Einfach nur aus einer Video-Perspektive so. Er hat hier diese Dinger hingestellt. Das heißt, er hat hier 3 Screenshots genommen, hat die dann so exportiert, hat die dann da eingefügt, hat sie dann so skaliert. Und dann hat er, und da, das kommt halt einfach noch dazu, dann hat er einfach diesen Hammer mit einem, mit einer Maske ausgeschnitten, dass jedes Mal, wenn dieser Hammer da drauf geht, dass das einfach so dahinter ist. Und das dauert halt einfach mal ein paar Minuten, aber du siehst es halt nicht. Area 51. Dann dieser Text, der so nach vorne kommt, dieser Effekt hier im Himmel. Okay, also die Naruto Runner kommt vom Westen, die verrückten Karens mit dem Monster Energy Buff kommen vom Norden, der Fortnite Bus fliegt von hier nach hier und Taylor Swift Fanboys dienen als Menschenschild für die Patronen. Somit können sich die anderen. Schau, das sind halt. Das ist wahrscheinlich ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild, diese Hand mit dem Stift ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Das ist wieder dieses Bild skaliert, der Tisch ist ein Bild, der Hintergrund ist ein Bild. Also ich möchte nicht wissen, Juice hat schon mal gesagt, er hätte gerne einen Cutter oder zumindest hat jemand, der ihm hilft, komplett ersetzen kannst du es ja eh nicht. Aber das ist, das hat vorhin einer reingeschrieben, wie viel, 110 Stunden? Das ist, glaube ich, der hat sicher auch schon mal mehr an so einem Video geschnitten. Also das ist unfassbar heftiger Aufwand. Dann von der Seite reinschleichen. Aber vergesst bloß nicht, eure Betten drumherum zu platzieren, damit ihr respawnen könnt. Dem einen oder anderen kann das auch ein bisschen zu viele Memes sein, was ich auch wirklich gut verstehen kann. Ich selber finde es halt einfach nur lustig. Die erste Schule in Amerika bannt Fortnite daraufhin, nachdem ein Kind während einer Schweigeminute den Flossdance gemacht hat. Ich meine, natürlich, das macht man nicht, das ist echt nicht okay. Lass mich zu Schritt 3 führen, der so Humor. Nervig, ja, der ist manchmal echt nicht von schlechten Eltern, also der kann schon mal auch ein bisschen härter werden. Das Prinzip ist simpel. Es wird eine Abstimmung eröffnet, 4chan wird darauf aufmerksam und dann, naja, seht selber. Hey Internet, votet für das Buch, was euer Leben am meisten beeinflusst hat. Wie man sich selber umbringt. Platz 1, oh mein Gott. Mein Kampf. Hallo Internet, oh mein Gott, Junge. Alle zusammen für den Namen vom nächsten Mountain Dew Getränk. Hitler did nothing wrong. Super. Es ist sogar im Angebot. Okay. Was? Nein, das haben die nicht gemacht. Das haben die nicht gemacht. Mountain Dew. Aber Hitler did. Gushing Granny? Fepple? Diabetes? Gushing Granny's Granny Squirt? Gushing Granny? Was heißt Gushing?
Soll ich das wissen? Ja, weißt du was? Schreib es nicht rein. Nothing wrong. Super. Es ist sogar im Angebot. Okay, Internet. Hierbei kann wirklich nichts schiefgehen. In welcher Schule soll Taylor Swift auftreten und für kleine Kinder ein paar Lieder singen? Ihr dürft entscheiden. Horace Mann Schule für Gehörlose und Schwerhörige? Hey, wir sind eine Grundschule in Texas und wollen unsere Schule umbenennen. Internet, habt ihr Namensvorschläge? John Cena and Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Viel Spaß in der Schule. Und wer jetzt sagt, das ist nicht los... Jesus, mach ich... Oh, schau, es geht nicht darum, ob das lustig ist oder nicht. Es geht darum, dass es halt einfach... Das ist halt einfach Trolling auf einem Level, der nicht mehr in Ordnung ist. Nein, ich möchte mich hier ganz klar distanzieren davon. Dann möchte ich auch mal die Chance lutschen, um mich davon klar zu distanzieren, ja. Lustig, darüber macht man keine Witze. Dem kann ich nur eine Weisheit ans Herz legen. Halt dein Mann! Schritt 4 ist die Community. Geil. Leute, ich habe schon so einige Bewertungen gesehen, die mich zum Luftanhalten gezwungen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an Bibis Beauty Palace, ersten Song Wabab mit ganzen 3,6 Millionen. Yo, aber 66 Millionen Aufrufe vor 6 Jahren und... Ich erinnere mich zum Beispiel an Bibis Beauty Palace, ersten Song Wabab mit ganzen 3,666. Ich will echt sagen, Bibi, ja? 3,6 Millionen Aufrufe. 6 Millionen Dislikes. Und dagegen hat man dann einfach mal so Bewertungen von Jules wie zum Beispiel 60.000 zu 200, 70.000 zu 400, 90.000 zu 390 und ausschließlich positive Kommentare. Ich finde Quid besser. So, an der Stelle wirst du gefickt, Alter. Der Mann ist einfach sympathisch, Retalk. An der Stelle könnt ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Man munkelt, bei 20.000 Likes machen Jules und ich sogar zusammen. Video. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Der wievielte Like ihr wart. Doch kommen wir nun! Der 13.164. Let's go. Der Erkenntnis! Erfindet Jules mit seinen Videos das Rad neu? Nein. Ja. Ist Jules ein herzensguter Mensch, der niemandem was Böses will? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht privat. Will er mit seinen Videos einfach nur Menschen eine Freude bereiten und so viele wie möglich zum Lachen bringen? Nein, er ist geldgeil. Profi-Geld. Das ist Twitchy! Kleiner Spaß. Ich find's einfach nur schade, dass dieser Content trotz hohen Aufrufzahlen irgendwie so nischig und wie so ein Geheimtipp wirkt. Ich hoffe, dass dieser Kanal einfach im Allgemeinen um einiges bekannter wird. Also zumindest wäre das so ein Kanal, den würde ich eher mal so 3 Millionen Abonnenten wünschen. Grüße gehen raus an Schulz, mach bitte noch richtig lang so das weiter. Das ist sehr unumgänglich. Lass dich Kritik auf keinen Fall nur irgendwie bremsen. Man kann es nämlich sowieso nicht irgendwie allen recht machen. Am Ende kann man nicht von Hand weisen, dass es so ein Kanal... 377.000. Der hat mich überholt, wo ich... Ich glaube, ich hatte das schon über 100.000. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Jules und ich, wir sind tatsächlich von der Wachstumskurve, ich mache jetzt mal, ja, egal, so, das ist Jules und das bin ich, ja? Und wir sind beide so gewachsen, dann war mal ein bisschen mehr, dann war mal ein bisschen weniger und dann, und jetzt ist er da oben. Tja, Jules, bald kommt meine Wachstumskurve und da werde ich so auf dich runterschauen, werde ich sagen, wo ist der Jules? Kanal, die Jules einfach nochmal in Deutschland gebraucht hat. Also Leute, mein Wunsch, supportet diesen Mann. Ich habe Sport gemacht, ich habe ein Sixpack, seit ich 13 bin. Ich habe doch keinen Herr der Ringe. Einfach Product Placement für Jules. Ja, gutes Video, ich werde auf jeden Fall Jules.